Luca Hischer, es gibt so viele Szenen, die wir mit Ihnen besprechen müssen. Fangen wir zuerst einmal an mit der ganz frechen Variante. Der Böck von hinter dem Goal vorläuft und der Toni Reihela knallt aus der Luft. Haben Sie das irgendwo schon gesehen oder ist das eure Erfindung? Ja, gut, das war sicher ein Glück im Spiel. Ich wollte eigentlich über die Schüffel flippen. Das ist, glaube ich, noch ein Verteidiger von Ihnen angekommen. Abgelenkt worden über das Goal und hat dann auch schön aus der Luft genommen. Ja, sicher auch Glück dabei, aber ich glaube, das brauchen wir euch. Seagrass und Milano haben ja das gemacht in der NHL. Das ist ja viral gegangen, das Goal. Also, das war nicht eine Kopie von dem. Das war nicht der Gedanke in dem Moment. Nein, aber wie ich vorher gesagt habe, ich wollte wirklich einen Pass machen. Und nachher ist er abgelenkt worden. Aber eben wirklich ein Zauberstück von Toni. Okay, gut, aber es hat spektakulär ausgesehen. Ja. Und dann natürlich 3 Goal. Sie haben lange darauf gewartet, bis sich der Knopf mal gelöst hat. Und dann so einen Abend. Was ist da heute alles passiert? Ja, viel. Ich glaube, in den letzten Spielen haben wir auch mal zwei Chancen gehabt. Das nette Glück gefällt und heute ist sicher da. Ich meine, es sind auch glückliche Goal, muss man ehrlich sagen. Aber es tut schon gut. Ich nehme es gerne. So nach den letzten Spielen, so generell für das Team, ist es auch wichtig gewesen, haben wir heute die Goal können schiessen. Ja, sehr. Ich glaube, wir haben, aber wie ich vorher gesagt habe, Chancen gehabt. Jetzt hat es mal geklappt. Ein bisschen mit Glück, aber jetzt haben wir es vielleicht auf unsere Seite erzwungen. Danke vielmals. Merci.